So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Digifernunterricht und ich habe wieder mal einen Gast. Wir sitzen da vor unseren Büchergestellen. Es ist Axel Krommer, mit dem ich hier verbunden bin und ich möchte mit ihm über zwei seiner Tweets sprechen. Hallo zuerst und kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, woher man dich kennen könnte? Ja, hallo, danke, dass ich hier Teil dieser großartigen Serie sein darf. Mein Name ist Axel Krommer, ich arbeite am Lehrstuhl für Deutschdidaktik in Erlangen und unser Spezialgebiet, unser Forschungsschwerpunkt ist die Mediendidaktik. Ich beschäftige mich also quasi beruflich mit diesen Entwicklungen, über die wir jetzt auch sprechen wollen. Und kennen könnte man mich auch aus sozialen Netzwerken, beispielsweise von Twitter. Genau, das werde ich dann auch verlinken, wo man dich da bei Twitter findet, wenn man mehr davon lesen möchte. Und da möchte ich zwei deiner Tweets aufgreifen. Beim ersten hast du ein Gedankenexperiment vorgeschlagen. Ich blende das auch ein. Stellt euch eine fiktive Welt vor, und zwar die Welt wäre, es wäre immer so Unterricht, wie jetzt Unterricht ist, und dann fragst du zum Schluss, wie sähe dann vor Ort Schooling aus? Also wie würde man dann Unterricht machen, wenn alle wieder in der Schule wären? Und was wären da deine, hättest du auch eine Antwort auf diese Frage, wie dieses vor Ort Schooling aussehen würde? Das war eine ehrliche Frage, die ich da gestellt habe. Ich habe ein paar Vermutungen, die so ein bisschen geprägt waren durch die Erfahrungen, die wir jetzt machen, dadurch, dass die Schulen tatsächlich als Präsenzorte geschlossen sind. Und ich habe mich einfach gefragt, ich sag mal so, die Genese dieses Tweets ist eigentlich ein anderes Gedankenexperiment, was vielleicht auch bekannt ist. Das können wir dann vielleicht in den Shownotes auch nochmal aufgreifen. Und zwar dieses Gedankenexperiment von Steven Johnson aus dem 2006er Buch Everything That Is Good For You. Da sagt er, da geht es so um die verschiedenen Medienwelten der Buchwelt und der Computerwelt. Und er sagt sich, stellen wir uns doch mal vor, wir wären jetzt nicht 600 Jahre geprägt gewesen durch Bücher, sondern wir wären geprägt gewesen durch interaktive Computerspiele. Also 600 Jahre haben unsere Kinder und Schülerinnen und Schüler mit Computerspielen auch gelernt und waren da drin aktiv unterwegs. Und jetzt erfindet irgendwer das Buch. Was wäre wohl das Urteil der Kritik über dieses neue Medium des Buchs? Und dann kommen so Sachen wie, also plötzlich sind die Kinder, die alle interaktiv zusammengearbeitet haben, nur noch alleine, sitzen davor und vollziehen nach, was einer für sie aufgeschrieben hat. Also das ist so die Steven Johnson-Perspektive gewesen, dieses Gedankenexperiment, mit dem er eigentlich zeigen will, man kann sozusagen diese Welten immer nur aus einer spezifischen Brille nicht richtig beurteilen. Also man kann die Buchwelt nicht aus der Computerwelt beurteilen und umgekehrt. Und ich habe mir jetzt gedacht, wenn wir jetzt diese Welten mal nehmen, die wir jetzt haben, also dieses Homeschooling als Krisenszenario, verglichen mit dem normalen Szenario, bei dem uns diese Wichtigkeit der Präsenz vor Ort eigentlich gar nicht mehr richtig bewusst war, wie würde sich denn dann der Unterricht verändert haben, wenn die Entwicklung umgekehrt gewesen ist? Also so wie bei Steven Johnson. Wären wir zum Beispiel drauf gekommen, Prüfungen so zu organisieren, wie wir das jetzt machen? Ja, also würden wir in einer Welt, in der wir immer schon dieses Homeschooling haben, auf die Idee kommen, dass Leute 2 oder 3 Stunden irgendwo sitzen und unter kontrollierten Bedingungen ohne Nutzung digitaler Medien handschriftlich etwas aufschreiben? Antwort wahrscheinlich nicht. Oder sogar sehr, sehr sicher nicht. Und was wird mit Formen der Zusammenarbeit? Was wird mit Benotung? All diese Fragen, die jetzt auch sozusagen in der Corona-Zeit auftauchen, die würden sich jetzt eben stellen und man würde halt sehen, wie stark unser Schulsystem geprägt ist von den Bedingungen, die Resultat dieses temporären Präsenzlernens vor Ort sind. Und die Antworten waren ja super. Also es waren ja wirklich tolle, auch humorvolle Entgegnungen dabei, die darauf Bezug genommen haben, was dann also passieren könnte. Nicht? Also wie das Gedankenexperiment auch ernst genommen haben. Ja, ich zeige das auch sehr, sehr gern dann, diese Antworten. Und da sind wir auch beim Punkt, den wir schon ein bisschen kontrovers auch diskutiert haben, dieser Stundenplan beispielsweise, ob es den jetzt braucht in diesem Fernunterricht, ob das jetzt etwas ist, was man braucht, um Präsenzunterricht in Schulen zu organisieren und ob wie sinnvoll es ist, das jetzt noch irgendwie dann festzuhalten. Und das hast du ja dann auch im zweiten Tweet geschrieben, dass das die neuralgischen Punkte sind im Bildungssystem, die jetzt deutlich werden. Ich
zähle sie kurz auf: Bildungsgerechtigkeit, technische Ausstattung, Schule als sozialer Raum, Beziehungsarbeit, Lernbegriff, Datenschutz, Kontrolle, Prüfungsformate, Digikompetenzen, Stundenpläne und Fächer. Das hast du jetzt so schon erwähnt. Und zuerst muss ich vielleicht wie sagen, beim Stundenplan war die Idee jetzt an meiner Schule daran festzuhalten, war fast mehr ein Schutz der Schülerinnen und Schüler vor den Aufträgen, dass man gesagt hat, du kannst nicht jetzt die zuballern mit irgendwas, was sie tun sollen, sondern du kannst nur die Zeit beanspruchen, die auch im Stundenplan für dein Fach vorgesehen wäre, weil wir halt sehr starkes Fachlehrsystem haben, die dann alle gewisse Begehrlichkeiten dann natürlich, die aufkommen, die denken dann, die machen ohnehin nichts zu Hause, da muss ich ein bisschen mehr geben, und dass man so versucht hat, eine Balance zu wahren. Deshalb war es sicher im ersten Schritt irgendwie sinnvoll, das so als Planungsgrundlage zu haben. Ja. Aber wie würdest du sagen, ist das ein neuralgischer Punkt? Stundenplane, Fächer oder ja, vielleicht auch diese anderen Punkte? Wie ist das gemeint oder wie hast du das verstanden? Also zunächst mal glaube ich, dass diese Corona-Krise wie so ein Brennglas funktioniert. Also man sieht bestimmte Dinge deutlicher, die vorher auch schon als Probleme erkennbar waren, aber jetzt treten sie ganz, ganz deutlich in den Fokus. Also nehmen wir den ersten Punkt, Bildungsgerechtigkeit. Das ist ja wirklich ein Nadelöhr oder ein Flaschenhals, durch den alle Konzepte durch müssen. Also was nützen uns aufwendige technische Szenarien, wenn es ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler gibt, die zu Hause vielleicht mit 4 Geschwistern und einem Smartphone oder meinetwegen auch 4 Smartphones sitzen, die eben bestimmte Sachen nicht machen können. Also mit einem Smartphone tippt man keine längeren Texte, man liest vielleicht auch keine längeren Texte in der gleichen Weise, wie man das in einem Schulbuch könnte oder so. Also das ist wirklich dieser Bildungsgerechtigkeitspunkt, der ja sowieso, also man muss ja nur Birgit Eichelmann, die kann man ja auch noch verlinken, lesen, was die an Diagnosen und empirischen Ergebnissen über Bildungsgerechtigkeit jetzt gerade speziell in Deutschland aufgedeckt hat und worauf sie immer wieder hinweist, das wird ja jetzt noch potenziert durch das Homeschooling. Und dabei ist mir übrigens ein interessanter Punkt aufgefallen. Wir haben in Mitte der 90er Jahre, wo so über virtuelle Kommunikation das erste Mal auch so großflächig theoretisch nachgedacht wurde, da gab es so verschiedene Ansätze. Nicola Döring zum Beispiel hat da so neun Theorien der Kommunikation im Internet, hieß das, glaube ich, dieser Aufsatz von 95, aufgeschrieben. Und da ging es unter anderem um die Tatsache, dass zum Beispiel in so einem Textchat oder in einem Forum, also sowohl in synchronen als auch in asynchronen Formaten, so eine nivellierende Wirkung der Technik einsetzt. Also im Chat, im Textchat zählen plötzlich körperliche Merkmale nicht mehr. Ja, es ist sogar egal, ob du Männlein oder Weiblein bist. Oder ein Hund und so, ja, genau. On the Internet, nobody knows you're a dog, der Peter Steiner Cartoon, genau. Diese nivellierende Wirkung der Technik, die in der Mitte der 90er Jahre da beschrieben wurde, die, finde ich, sieht man jetzt als nivellierende Wirkung des temporären Präsenzlernens. Also jetzt macht sozusagen die Schule als Ort, an dem alle gleichzeitig sein müssen, alle zumindest insofern gleich, als dass sie unter den gleichen, Klammer auf, schlechten, Klammer zu, Bedingungen lernen müssen. Ja, also da hat dann keiner einen Mac keiner darf sein Smartphone verwenden, aber es sind zumindest gleiche Bedingungen. Und solche Punkte, die tauchen jetzt sozusagen in der Corona-Krise in so einem Brennpunkt auf, Brennglas auf. Oder der Punkt der Kontrolle, das spielt auch rein mit in deinem Stundenplan-Beispiel. Da kann man jetzt ein paar Abstraktionsebenen höher gehen. Und zwar hat mich darauf gebracht, mein Kollege Christian Albrecht und die Kollegen Matthias Preis und Peter Schildhauer von der Uni in Bielefeld. Die haben nämlich einen tollen Aufsatz geschrieben, der bald rauskommt, über die Antinomien in der Erziehung, also die antinomische Grundierung von Erziehungsprozessen. Das dockt so ein bisschen an bei Kant, der 1803 in diesem kleinen Text über Pädagogik gesagt hat, wie kultiviere ich Freiheit bei dem Zwange? Und das, glaube ich, dieses Problem, also dieses, dass es in der Erziehung darum geht, Leute zu selbstbestimmtem Handeln in sozialer Verantwortung zu erziehen, aber gleichzeitig bestimmte Dinge sozusagen unter Zwang geschehen. Also es beginnt mit Präsenzpflicht zum Beispiel. Und sie müssen Dinge tun, die sie nicht wollen. Oder sie müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas Bestimmtes machen. Also der Stundenplan ist auch sozusagen diese Antinomie. Und welchen Pol bediene ich da jetzt? Ne? Freiheit oder Zwang?
Und dazwischen oszilliert das irgendwie so ein bisschen. Und das sieht man ganz deutlich in dieser Corona-Zeit. Ja, genau. Und das ist ja auch beim Datenschutz dann das, was wir verwenden jetzt Zoom, und da gibt es Datenschutzbedenken, und gleichzeitig ist es das Tool, wenn ich jetzt einfach was brauche, was funktioniert, dann muss ich das für größere Settings verwenden. Und da sehe ich auch wieder diese, ich sage dann immer, es ist ein Dilemma, aber vielleicht Antinomie ist der bessere Begriff, dass ich Interessen abwägen muss. Und genauso ist es natürlich, wie du sagst, beim Präsenzunterricht, der Schülerinnen und Schüler gleich macht, aber dieses Gleichmachen hat natürlich einen großen Preis. Und das ist ja auch die Leute, die Homeschooling schon immer machen wollten, die sind ja genau gegen dieses Gleichmachen eigentlich. Die finden, ich will jetzt meine Kinder so unter diesen Bedingungen unterrichten, die ich zu Hause schon habe. Und jetzt sehen alle mal, welche Bedingungen das dann eigentlich sind. Ja. Genau. Plus, wenn jetzt Technik und Kommunikation zusammenkommen, gibt es auch immer das Problem, also nehmen wir mal an, wir hätten so ein Holodeck von Star Trek und könnten unsere Schülerinnen und Schüler auf so einem Holodeck von Star Trek unterrichten. Ja, also 3D-Avatar, also ist sozusagen prinzipiell eigentlich nicht mehr unterscheidbar von der Realität. So. Trotzdem gibt es einen riesen Unterschied zur echten Realität, nämlich das hängt sozusagen über dem Ganzen, hängt immer dieses Damoklesschwert der Technik. Also es reicht ein Knopfdruck oder eine Computersimulation aus und dann ist das weg. Und bei jeder Videokonferenz merke ich dieses Damoklesschwert. Also wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe, hier mit dir zu sprechen, dann tue ich einfach so, als wenn die Technik... Ja, klar. Ja. Ne, so. Und das ist der Unterschied zur Situation im Klassenraum. Da gibt es auch Ausstiegsszenarien, aber da kann ein Schüler nicht einfach so tun, als wenn er weg wäre. Ja, also da ist die Verantwortung, im Gespräch zu bleiben, eine ganz andere, eine größere, während ich in der Videokonferenz einfach einen Knopf drücke und hinterher sage, Herr Wampfler, also tut mir leid, mein WLAN war kaputt oder so. Ja? Und ja, das sehe ich jetzt ganz stark, wenn es um Beziehungsarbeit zum Beispiel geht, ne? Dieses Damoklesschwert der Technik über der Beziehungsarbeit. An den ersten Videokonferenzen haben die bei uns in Teams die Mikros der Lehrer immer ausgeschaltet. Also wir wussten noch nicht, wie man die Berechtigungen einstellt, und haben sie ständig, ich habe was gesagt und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich jetzt irgendwie, dass mich niemand hört. Und gerade wenn man was präsentiert dann am Bildschirm, das kann dann 2-3 Minuten dauern und alle finden es wahnsinnig lustig. Die lachen dann, aber ich merke es gar nicht, was das Lustige eigentlich ist. Ja. Noch zu dieser Holodeck wollte ich noch sagen, ein Deutschlehrer-Kollege von mir, der hat die ersten Stunden so gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler mussten ihm Sprachnachrichten schicken mit ihren mündlichen Voten. Und dann hat er sich ins Schulzimmer gestellt und so ein klassisches Tafelbild gemacht. Und die haben ihm was gesagt. Also er hat dann so gesagt, Tamara, was sagen Sie dazu? Und dann hat er abgespielt mit dem Handy, was Tamara sagt. Und dann hat er es an die Tafel gezeichnet, so wie wenn sie wirklich da sprechen würde. Und so hat er so seine ersten Stunden in diesem Distanzlernen bewältigt. Und ich glaube, mittlerweile ist es zu aufwendig. Aber hat versucht, wie weiterzumachen wie bisher, einfach ohne die Schülerinnen und Schüler, die da sind. Ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das bei Twitter war, dass irgendwo auch Hefteinträge per Videokonferenz gemacht werden. Nicht? Also, da muss man dann so zeigen, dass ich... Ja, genau. Ja. Ne? Also der wird dann diktiert oder so und dann schreiben die das alle, schreiben das alles in ihre blauen Literaturhefte, schreiben die dann irgendwie. Super, ja. Okay. Danke sehr fürs Diskutieren. Gibt es noch was, was du allen, die jetzt hier zuschauen oder zuhören, mitgeben möchtest für die nächsten Corona-Wochen, die noch anstehen? Ja, bleibt gesund, näht euch Masken und haltet Abstand. Super. So. Danke sehr. Und sehr gut. Dann.